Was geschieht jetzt dann hier, sofern ich mal fertig werde? Was geschieht denn hier? Das da. Das ist ein Bild. Ich kenne den Priester, er ist inzwischen gestorben. Ich kenne den Priester. Das ist eine Primizmesse. Also wenn einer Priester, dann kann er immer ganz am Anfang dafür in der Sakristei für sich alleine. Er kann vielleicht die Familienmitglieder oder so mitnehmen. Er hat einen Freund dabei gehabt, ein Laie. Und der hat bei der Wandlung ihn fotografiert. Und als auf der Foto kam dann der Heiland drauf. War vorher nicht. Versteht ihr, was ich sagen will? Und ich, man schimpft mich am Mystiker. Oder begnadet, weiß ich, wie man das sagt. Ich finde, alles stimmt nicht. Ich bin einfach. Ich weiß, ich muss nicht glauben, dass ich dann nachher, dass das nachher Fleisch und Blut Jesu Christi ist. Ich weiß es. Schade. Ich würde lieber glauben können, als wissen. Wenn der Priester gültig geweiht und glaubt, das sind nicht mal mehr 10% der Priester, Amtskirche, glaubt, dass nachher das Leib und Blut Christi ist. Und Gott hat es so gehoben, wir haben tausende Wunder, wo diese Oblate zum Fleisch geworden ist und im Kelch der Wein zu Blut wurde, rot. Und das Blut schmeckte. Ich weiß davon etwas zu sagen. Auch Jesu Blut ist nicht ganz so. Aber wenn man weiß, es von ihm ist, dann mit Freude. Es ist tatsächlich nachher Leib und Blut. In diesem Moment, wo der Priester die Oblate nimmt und die Worte Jesu ausspricht und nicht verändert, wie es die Amtskirche macht, sondern die Worte, die wir in der Bibel lesen, was der Heiland gesprochen hat, das ist mein Leib. Ja, wenn das nicht der Leib wird, warum sage ich denn das? Der Heiland hat gesagt, und was sagte er? Nehmt! Er hat Brot genommen, hat ausgeteilt, dann Schüchen weitergegeben und sagt, nehmt und esset. Das ist mein Leib. Wenn das nicht Leib ist, hätte er sagen können, nehmt hin und genießt es. Oder nehmt es auf. Aber er sagte, esset und trinket. Es ist mein Blut. Und da darfst du nicht wie ein Mensch denken. Du musst wissen, der allmächtige Gott hat es gesagt. Jesus, esset. Und viele heute, tut mir leid, aber ich muss sagen, reformiert und protestantisch glauben das nicht. Sie haben genau die gleiche Ausrede, als Jesus mal sagte, als er auf Erden war, mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Und er sagte von der Speise, esset, nicht nehmt es auf oder nehmt es an, esset. Da braucht man Zähne, oder? Und ich weiß, dass es verwandelt wird. Ich weiß aber auch, dass in vielen Kirchen nicht mehr verwandelt wird. Heute fast zum Großteil. Jesus sagte mal, Amen, Amen. Ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht annimmt, nein, er sagte, nicht esset und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst
und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch, und jetzt kommen nochmal Heilandworte, denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Muss denn der Heiland noch mehr sagen? Der Heiland hat nie, redet nicht so, dass der Mensch nicht weiß, was er damit meint. Oder dass er muss nachdenken, ja, aber wie hat jetzt das, aha. Oder dass da erst ein hochintelligenter oder studierter Theologe kommen muss, um zu sagen, was der Heiland damit gemeint hat. Er war ja vorhin zu den einfachen Menschen gegangen und hat geredet. Übrigens, der Apostel Matthias, wer war er denn? Wenn ich Wikipedia, wie heißt es, sagt er? Wikipedia. Naja, ihr wisst, was ich meine. Da ist so ein Blödsinn manchmal drin. Total falsch. Aus reichen Eltern ist er gekommen, der Matthias. Nein. Der Apostel Matthias war der, das Kind, das in Bethlehem mit den Hirten, das Kind der Hirten, und in Bethlehem war am Anbeten. Und dann, als er erwachsen war und Jesus kam, wurde er ein Jünger Jesu. Und dann wurde er dann ausgewählt und Apostel als 12. Apostel. Aber in Wikipedia steht ganz was anderes, überhaupt vieles. Sicher, ist, man hat auch gute Sachen drin, das gebe ich zu, aber... Wenn ihr wissen wollt, was ist denn Gottes Willen, Gott hat ja euch auch geholfen. Nicht Gott hat die Wikipedia gemacht. Er hat die Riesel von Kornesreuth, er hat die, wie heißt sie? Maria Rotorta. Die andere? Emmerich. Katharina Emmerich. Er hat die Rotorta und liest durch die, was er zu wissen, was wir noch zu wissen müssen. Viele sagen, ja, das steht nicht in der Heiligen Schrift. Jetzt kann ich aber ehrlich sagen, das höre ich mehrmals, dass mir jemand das schreibt. Und ich mache die, ich weiß zwar schon, aber ich mache doch auf. Könnte mich ja irren, oder? Bin ja auch nur ein Mensch. Blättere, aber da steht es doch. Aber er hat gesagt, er kennt die ganze Bibel. Aber anscheinend nicht. Wisst ihr warum? Heiland sagte, sie werden Augen haben zu sehen und sehen nicht. Sie haben Ohren zu hören, aber hören nicht. Es wird ihnen genommen. In Valtorta, da ist jetzt vielleicht am meisten alles drin enthalten, aber auch von den verschiedenen Stigmatisierten erfährt man sehr viel, denn Gott spricht durch die. Er muss ja wieder, weil alles schon total nicht mehr so ist, wie der Heiland es wollte. Wenn ich einen goldenen Kelch nehme, dann nur deshalb, weil da das Kostbarste hineinkommt, was es gibt, Blut Jesu Christi. Wenn die Patene, weil der Leib Christi da drauf. Darf ich nicht, wenn er kommt, persönlich, für ihn das Allerbeste machen? Denn viele von euch möchten doch auch im Himmel das schönste Haus haben. So eingerichtet, gratis. Er soll euch ein wunderbares himmlisches Haus bauen oder Schloss. Aber ihr für ihn habt nur rostige Kelche oder mit Grünspan drin, was ich schon mehrmals gesehen habe. Selbst bei traditionellen Priestern. Die sind natürlich so, da hat er mal gesagt, die Schüssel putzen sie aus, aber innen nicht. Und tatsächlich, ich kenne bei einem Priester, wo ich war, traditionell, sehr traditionell,
Der war so, wie er gelernt hat, der Kelch darf man nur in die Hände nehmen, wenn man es unbedingt muss. Und man darf dann nicht anfangen zu, dann nur mit dem Leinentuch, das ist ja Kratz, Leinentuch darf man nicht auswaschen. Und da habe ich in dem Kelch sehr traditionell Grünspan gesehen, inwendig. Aus lauter Andacht, das so heilt, dass man da nicht kann, soll der Heiler nur in den Grünspan hinein, das Blut. Versteht ihr? Das ist traditionell. Wo wir das Kapelle da gebaut haben, da habe ich im Heiland sogar geweint und gesagt, Heiland, es tut mir leid, ich kann dir nichts Schöneres machen, kein Gold, kein Silber oder weiß ich was. Dann sagte er, das Gold und Silber gehört mir schon auf der Erde. Was ich brauche, ist das Gold und Silber, die Herzen der Menschen. Das ist für mich Gold und Silber. Und wenn man heute schimpft, die Kirche sei so wunderbar schön, tolle Bilder und alles. Ja, warum hat man das gemacht, die Bilder? Was machst du bei einem kleinen Kind, wo man nicht lesen kann? Da gibt es die Kinderbüchlein, oder? Der Bauernhof, ja, da eine Kuh, ein Schwein, ein Hase. Und damit sie weiß, aha, das ist das gemeint. Und in der Kirche hat man alles auch in Bilderhaft, weil früher die Menschen nicht lesen konnten. So konnten sie ein Bild lesen. Seht, es gibt so viele Vorwürfe gegen das, weil man nicht weiß, warum, wieso, weshalb.